Mein Forschungsgebiet ist die experimentelle organische Quantenchemie, wo wir versuchen, Reaktionen mithilfe der Quantenmechanik deutlich besser zu verstehen, als es klassisch der Fall ist. Wir versuchen im Grunde, das Getriebe der Welt zu verstehen, also wie die einzelnen Zahnrädchen ineinander greifen. Und diese Zahnrädchen sind dann für uns Moleküle, die wir tatsächlich sehen können, wie mechanische Teile. Und wir wollen diesen Schritt machen von der Mechanik weg zur Quantenmechanik. Das heißt, diese Moleküle als Objekte gesehen, die Eigenschaften haben, die man in der klassischen Welt nicht findet. Und mit dem Herausfinden dieser Eigenschaften möchten wir bessere Produkte herstellen, also Moleküle, die eine Anwendung haben, sei es jetzt im medizinischen Bereich oder als neue Materialien. Letztlich sind wir als Lebewesen große Chemiewerkstätten. Wir verbrauchen Energie konstant. Wir haben also eine innere Verbrennung, die Energie zur Verfügung stellt, damit wir uns bewegen können und denken können und so weiter. Und natürlich möchten wir wissen, wie das alles zusammenspielt. Wir sind nun auf dem einen Ende, dass wir sehen wollen, welche kleinen Moleküle sind dafür notwendig. Einstein hat mal gesagt, wenn ich Wissenschaft betreibe, weiß ich nicht genau, was ich tue. Ja, so ist es ein bisschen bei uns auch. Wir haben einen Plan, ob der aufgeht. In den meisten Fällen geht er nicht so gut auf, aber es passieren oft unerwartete Dinge und auf die muss man reagieren. Das ist eigentlich die wirkliche Kunst, das Neue zu erkennen, wenn es vor einem liegt. Und dann sind die Momente echt Eureka-Momente. Diese Einsicht zu sehen, was ist denn wirklich passiert, die ist fantastisch. Thank you.